Towers of Doom. Da können wir eigentlich auch, denke ich, ganz gut solo lane. So, also wie gesagt, dieses, ich finde es schon ein bisschen hart. Aber an sich, hitting enemy heroes with plasma cutter permanent increase finde ich bis zu 80, wenn man 30 Mal einen Helden getroffen hat. Und wie viel hatte ich beim letzten Mal? Ich weiß gar nicht, wie viel ich geschafft habe. Okay, es hört sich auch interessant an. Aber ich denke, ich gehe wieder für die Mobile Offense. In dem Fall wünsche ich dir noch viel Spaß beim Let's Man und dann freue ich mich schon auf den Guide. Yo. Dass der da rausgekommen ist. Ich gehe gleich runter. Dankeschön, Boogeyman, auf jeden Fall. Jetzt mit den neuen Releases, dass sie ein bisschen länger brauchen, muss ich mal schauen, dass ich das, wie ich das am besten manage. Das vielleicht zwei alte Heroes und dann immer einmal der neue. Aber muss ich gucken. Das ist eigentlich ganz gut bei dem Teleport, dass die wirklich nicht wissen, wo man rauskommt, dass sie nichts planen können. Es ist eigentlich richtig nice. Auch die Tatsache, dass er eigentlich an sich kein Mana hat. Macht ihn natürlich auch zu einem deutlich besseren Solo-Laner. Habe ich ein bisschen zu viel gefressen. In dem Moment, wo mein Schild weg war, hätte ich einfach zurückgesollt. So, was haben wir denn hier noch nicht ausprobiert? Also wir hatten Repeater Cannon Grants Movement Speed, das fand ich aber nicht so geil. Den Slow fand ich eigentlich relativ nice. Gain Movement Speed, wenn das Shield weg ist. Wie viel ist das denn? 30. Hört sich an sich auch gut an. Aber ich denke, ich gehe fast wieder für den Slow. Ich finde den eigentlich echt nice. Also dadurch, dass das Waffenwechseln so einen kleinen Cooldown und so einen kurzen Cooldown hat, müsste man das eigentlich echt stetig der Situation anpassen. Ich denke, die Wave schaffe ich noch. Wir haben ja echt einen sehr, sehr zügigen Wave Clear. Also der mit Phoenix kann man echt Waves in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit wegmachen. Ich sollte nicht zu viel Shield verlieren. Okay. Heilung am Start. Aber der sollte uns gehören, der Tempel. Oh, Alter, für die Aktion, dass er sich dann Cloak holt, obwohl er sich eigentlich sowieso porten muss, hätten wir ihn eigentlich bestrafen müssen. Phoenix, Wurst, Leute, Wurst, Spieler Toni. Was geht? Phoenix auch schon angeguckt? Ich habe kein Shield, das ist ein bisschen kacke. Oh oh.
das könnte. Ich muss ja Genji jetzt so lange rumwuseln, bis er seine Cooldowns wieder ready hat. Dann kommt er dann noch weg. Nice. Activate Loose Shield. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich mal ausprobieren soll. Ich habe Angst, aber wir probieren es jetzt einfach mal. Ich mache das Shield weg und mache 80% mehr Schaden. Ich weiß es jetzt einfach mal an. Ah, das haut schon ordentlich rein. Muss man mal sagen. Alter, nichts gestorben. Hätte ich früher meinen Warp ziehen sollen. Einmal schön die Quest denied. Aber man kriegt irgendwie nicht so eine Rückmeldung. 5 Sekunden. Sieht man irgendwo effektiv, wie lang es, also, dass es aktiv ist? In so einer Situation muss ich viel früher auf mein W wechseln, um die Range zu kriegen. Wenn ich merke, ich komme nicht ran. Bisschen blöd. Also Phoenix macht echt Bock. Ich glaube, wenn er rauskommt, dann werde ich den echt gleich auf Level 5 ballern und versuchen, in der Hero League zu kriegen. Und was sagt der Meister zu Phoenix? Ich finde ihn nice. Vor allem auf Solo Lanes macht er auf mich einen sehr, sehr nicen Eindruck. Und auch generell, du kannst mit ihm echt krassen Auto-Attack-Damage rauspumpen. Muss man mal ehrlich sagen. Aber er ist ein bisschen schwieriger, glaube ich, so vom Assassin her. So, jetzt probieren wir endlich mal die andere Ult aus. Jetzt haben wir vorhin die ganze Zeit immer die eine Ult ausprobiert. Macht das eigentlich... Oh, ne, nur den Basic Attack Damage, ne? Ja. Da kommt der Laser-Schnetzelbild. Ja, da kann ich mir wieder gute Namen überlegen bei dem. Alles mit Lasern, immer gut. Oh, ein bisschen arg tief drin, ohne Shield. Das war's. Es schaut schon geil aus, wie der diesen Strahl rauspratzt. You spin me right round. Mit Zeit für einen Flowrider-Einsatz in den Guides. An sich ist es schade, dass wir es hergeben, aber wir können es verkraften, weil sie gerade sowieso nur zwei Forts haben. Ich bin da vielleicht ein bisschen auch zu aggressiv rein. Hätte vielleicht warten sollen, bis meine Ult fertig ist. Und dann hätten wir das machen können. Also ich kann mal, denke ich, hier in der Mitte engagen, weil jemand runtergehen wird und der Medivh sowieso um ist. Demnach gehe ich einfach gleich hoch. Varian ist echt gut gegen Phoenix mit dem Großschwert. Varian auch aus dem Grund, weil er das Level 13 Talent hat mit den Dingern gegen Schilde.
Und das ist natürlich... ich komme nicht an nichts ran. Ich denke wieder mit dem Basic Attacks. Das fand ich eigentlich ganz nice. Kriegen wir das? Könnte eng werden. Aber die Minions kommen rein. Wir sollten los. Hä, kann ich mal bitte aufmachen? Ja, den werden wir glaube ich nicht mehr abhalten können, oder? Ah doch, nice. Weiß das lieb von Käse? The Raven Lord will not keep me from this realm. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Uiuiui. Ich komme schon in den Brunnen. Okay, 1 gegen 1 getradet, wir haben das Ding oben gekriegt. Ist okay. Wir werden jetzt wahrscheinlich hier in der Mitte durchrotieren. Ich soll mal schauen, dass wir wirklich irgendwo wieder drauf pushen werden, die oben deffen müssen. Und hier wieder einen schönen Vorteil erarbeiten. Ich gehe für das gleiche, was ich vorhin genommen habe, dass ich 15% mehr Schaden mache, wenn mein Schild auf mir drauf ist. Wir könnten versuchen, einen Fight zu erzwingen. Okay. 10 Sekunden, bis mein Ding wieder ready ist. Ich gehe, denke ich, für den Safe hier. Ernsthaft. Ich hätte mich wegblinken sollen. Ich hätte aber nicht gedacht, dass er so aggressiv auf mich drauf geht. Das war jetzt ein bisschen überraschend, um ehrlich zu sein. Dirty Huddy. Jetzt kann das ausspielen. Jetzt kann er zeigen, dass er zu dritt besser spielt als die zu viert. Wie lange braucht Genji noch? Länger als ich, okay. False Wall. Das ist der Ausgleich. Ich denke, ich werde oben ein bisschen rauspushen. Könnte mir sogar, obwohl... Na, dass sie einen Boss machen. Ist unwahrscheinlich, oder? Aber wir sehen sie alle nicht. Ist ein bisschen komisch. Wir haben ihn tatsächlich gemacht, okay.
eigentlich dankbar für uns, dass sie einen Boss gemacht haben und nicht irgendwas gepusht haben. Ich denke, wir können das auf jeden Fall oben holen und dann müssen wir es unten deffen. Aber das müssen wir jetzt schauen, dass wir das auf jeden Fall noch gedefft kriegen. Wenn sie es kriegen, wäre mega ätzend. Wenn sie den Kill kriegen, wäre noch ätzender. Aber sie haben gleich keine Minions mehr. Das ist unser Vorteil, aber... Okay, das war eine sehr gute Aktion. Ist immer so komisch, wenn man den Phoenix sieht und man auto-attackt ihn und dann denkst du dir so, ja, kann der mal Leben verlieren? Und dann realisiert man erst, ach ja, hoppla, der verliert ja erstmal sein Shield. Also ich denke, jetzt können wir hier das Spiel definitiv für uns entscheiden. Auch interessant, man kann den Weapon-Modus ändern, während man im Mount ist. Was probieren wir da jetzt? Ich denke, ich gehe wieder für den. Obwohl, gehen wir lieber für den, dass wir überleben. Gerade wenn der Varian mich anläuft. Aber an sich, das Spiel ist eh gelaufen. Ich glaube nicht, dass sie hier nochmal zurückkommen können. Nein! Hey, Megamagge! Man kann das Modus nur ändern, während man im Mode ist. Im Mode! Na, Magge, hast du auch schon Phoenix ausprobiert? Also ich finde, Phoenix macht schon echt gut Bock und vor allem auch wahnsinnigen Schaden. Also Damage ist schon hart.